Kommt rein. 4-3 sind dieses Jahr hier eingezogen. Und die. Ja, also erstmal, weil die meisten von meinen Freundinnen hier hinkommen. Also dann wusste ich, dass ich nicht alleine bin. Und dann wollte ich unbedingt mit Stefanie in einen Kott. Und da wir dasselbe studieren wollten, haben wir uns dann entschieden, hier nach Lüttich zu kommen. Und ihr habt euch schon gut eingelebt? Ja, ab dem ersten Tag, ja. Vor allem Ortsfach. Ja. Doch, man hat sofort sich zu Hause gefühlt. Die haben einen sofort aufgenommen. Ja, ne. Hard on she comes, hard on she falls, hard on she runs, loud on she roars. Man fühlt sich heimischer, wenn man nach Hause kommt. Ja. Man spricht so alle die gleiche Sprache. Ich spreche den ganzen Tag Französisch und dann auch Deutsch. Genau. Ja. An der Uni spreche ich schon Französisch. Ja, ja. Wir kochen ein-, zweimal die Woche zusammen oder jetzt hatten wir jetzt letzte Woche gegrillt, haben mal Spaghetti zusammen gemacht, weil das oft in größeren Mengen praktischer ist, als wenn jeder für sich alleine kocht. Wir haben schon so einen Plan, da wird halt aufgeteilt, wer wann was machen muss, also Müll rausbringen, Küche putzen, Bad und Flur putzen, was haben wir noch, spülen. Und einkaufen. Und einer hat immer frei irgendwie. So, und dann wechseln wir uns das ganze Jahr lang ab. Und ja, geht ganz gut eigentlich. Logopädie passt an sich doch sehr gut zu mir, weil ich sehr gerne mit Kindern arbeite und ich nicht so der Mensch bin, der einfach hinter seinem Computer an einem Schreibtisch arbeitet. Und ich wollte noch halt irgendwas mit Musiktherapie einbringen, weil ich selber sehr gerne Musik mache. Das sind Unterrichte, die sind nicht so schwer, weil ich das teilweise noch in der Sekundarschule hatte. Also als Fach sowas wie Physik oder Statistik, das hatte ich schon mal im Unterricht gesehen. Aber da sind dann schon so Sachen wie Anatomie, ORL, also das ist wirklich Hals, Nasen, Ohren. Und das ist schon sehr spezifisch und sehr präzise. Und da ich nie so wissenschaftlich begabt war, ist das nicht ganz so einfach. Aber es ist einfach viel Lernen und dann wird das schon.